Hey ihr Beutelchen und herzlich willkommen zurück zu der Chaos-WG Nummer 1, nur hier in Deutschland. Ja, ihr Lieben, in der letzten Folge haben wir geschafft, endlich was zu pflanzen, nicht zu ernten. Beutelchen und Helia sind beste Freunde geworden. Kali übt bisschen zu schreiben und Beutelchen hat uns bisschen Geld verschafft und das Geld wollen wir heute ein bisschen verprieseln, weil wir wollen den Keller weiter ausbauen und Kali ein Swimmingpool bauen. Ich muss nur mal kurz gucken, ob die Helia eigentlich pennen geht. Das sieht danach nicht aus. Alles klar, Helia ist verbuggt. Wir bauen. Wir werden auch einmal das hier wegbauen. Alles klar. Wusste gar nicht, dass das auch geht. Wartet mal kurz, wartet. Gut. Wir wollen schließlich ein bisschen was aus der Hütte bauen. Was haben wir hier? Oh, ja, na klar. Computerfestplatten, Essen. Gut. Wir wollen ein bisschen weiterbauen. Vielleicht machen wir den Untergrund auch ein bisschen größer. So. Lass mich doch mal kurz oben gucken. Das war mir schon. Ah, ich verstehe. Das Ding wurde ein bisschen höher gesetzt, deswegen sieht man den Keller hier unten. Das ist doof. Das ist sehr doof. Gut, wir können aber so ein bisschen das Haus nachbauen. Und unten machen wir dann den richtigen Keller hin. Schauen wir mal. Oh, jetzt habe ich es falsch gemacht. Da sieht man schon den Keller. Das ist doof. Das ist sehr, sehr doof. Das heißt, wir müssen das hier. Das hier wegbauen. Das hier auch ein bisschen. Und hier geht die Treppe runter. Oh nein, wartet. Das ist leicht kompliziert. So.
Haben wir jetzt irgendwas oben, was zerstört? Ich glaube nicht. Deswegen haben wir auch unten eine Etage tiefer das Problem mit dem Swimmingpool. Weil eigentlich das hier der Keller ist. Und nicht das. So, ich werde erst einmal so ein großes Viereck hinbauen. Das ist teuer. Das ist doof. Das ist sehr doof. Fundament. Nämlich, wenn wir jetzt hier ein Swimmingpool hinsetzen, werden wir das hier unten sehen. Geht noch weiter? Wie weit geht's denn? Scheiße. Oha. Ich glaube, ich sehe langsam gar nicht mehr durch. Okay. Was ist, wenn wir ich kapier's nicht. Das liegt wirklich sicher an diesem Fundament, weil wir eins höher gesetzt wohnen. Das ist merkwürdig. Das heißt, wir müssten... hier irgendwas bauen. Wird eigentlich nur die... egal. Wartet mal, ich will mal kurz was gucken. Warum kann ich... Was ist das?
Nein. Ist das kompliziert? Ich würde einfach nur irgendwas bauen. Wenn es geht, bitte. Irgendwas. Gut, das Teil ist auf jeden Fall doof. Da müssen wir irgendwas dran regeln. Keine Ahnung, was. Machen wir das mal. So. Dann ist das weg. Dann müssten wir mal schauen, ob wir weiter nach unten kommen. Oder einfach so. Scheiß auf das Kellertool. Wir benutzen einfach... Gut, das funktioniert auch wieder nicht. Jetzt ist unser Problem, wie kommen wir mit der Treppe runter? Ich glaube, das mit dem perfekten Keller wird nichts. So, warte mal. Andere Lösung. Wir entfernen einfach das. Dann ist die Treppe weg. Gehen eins runter, machen. Hier. Ja, doch, ist richtig. Hier etwas hin. Gut, Leute, ich glaube, das mit dem Keller können wir soweit vergessen. Also zumindest das tiefer bauen. Das heißt, wir können nur auf dieser Ebene bleiben und uns vielleicht hier was Schönes hinbauen. Schade. Aber was soll man machen? Machen wir erstmal so. Und wir machen der Kali einen wunderschönen Swimmingpool. Ist aber die Frage, wie? Komm, wir haben Geld. Nein, abbrechen. Ist hier wirklich ein großer Tierhaufen bei mir im Dings drin?
Anscheinend schon. Oh, das war gerade, glaube ich, so tief gesetzt. Ja, sieht nicht hübsch aus, aber erstmal provisorisch. Ist das? Ja. Wir sollten mal nach dem Fußboden gucken. Fliesen, Steinfliesen, vielleicht finden wir hier irgendwas. Das ist schon zu krass, dass es schon weh tut. Also nehmen wir es. Aber ist doch. Muss ich vielleicht eins runter? Yep. Es sieht merkwürdig aus. Deswegen lassen wir es einfach. Was ist das? Ich glaube, den bauen wir irgendwann noch hübscher. Damit Kali auch ja nie untergeht. Und weiß, wo der Boden ist. Ich sehe kaum was. Das Wasser gefällt mir noch nicht. Warte, ich muss das Wasser umändern. So, ein bisschen größer. Ich hätte nämlich gerne weiter nach unten gebaut und da noch ein geheimes Labor oder geheimes Magiezimmer gemacht, aber gut, so soll es nun mal nicht sein. Haben wir hier vielleicht eine Liege oder so? Jetzt absolut nicht passt. Egal, wir packen hier. Doch, eigentlich passt es schon. Was ist das? Sieht merkwürdig aus. Hier ein paar Grabsteine, das ist es doch.
Hier so eine Leuchte hinbauen. Ach, schade, funktioniert nicht. Wartet mal. Apropos, warte. Wir wollen. Was habe ich denn hier? Alles Schäbkes. So einiges. Wo ist denn noch? Zubehör. Haben wir einen Ball oder sowas? Okay. Gut, die Mädels werden auf jeden Fall rauskommen. Wir spulen mal ein bisschen. Wenigstens haben wir jetzt einen kleinen Swimmingpool, noch relativ dunkel, aber das werden wir noch machen. Wir würden da auffischen. Helia, du sollst pennen. Ich glaube, Helia hat einen Bug. Sogar Kali geht schlafen. Oh. Ein Dach sollte ich raufzimmern mal. Oder kann man? Kann man? Das würde mich jetzt noch mal interessieren. Ja, wir können auch nach oben bauen. Oh Gott, das Haus wird immer größer. Wir hatten jetzt hier irgendwas gemacht. Kali muss ganz dringend duschen. Dann kann sie mal auf normale Weise auf Klo. Normale Weise auf Klo. Reste nehmen. Beutelchen. Unten sollten wir auch noch mal ein Klo hinbauen. Beutelchen kann dann auch noch mal auf Toilette. Vielleicht sich die Hände waschen und sich dann auch noch mal die Reste nehmen. Alle gießen. Ach Mensch, Hundi. So, die Helia geht duschen. Dann. Seit wann bist du denn angespannt? Okay. So, und du kannst dir keine Reste nehmen. Alles klar. Dann wirst du eine Runde kochen. Damit es wunderschön auf die Hüfte geht. Und Beutelchen schläft noch eine Runde. Hey, Helia ist voll okay. Alles klar, Hundi. Wenn Kali dann soweit fertig ist, geht sie mit ihm Tierpflege spazieren langer. Einfach nur einen langen Spaziergang.
Und Beutelchen ist erwacht. Helia muss bald zur Arbeit. Heute ist ja Donnerstag. Donnerstag muss sie arbeiten. Jipp. Und da kommst du anscheinend nicht ran. Alles klar, dann weiß ich, was ich jetzt noch mache. Ich werde. Oh, das wird kompliziert. Ich wollte hier vielleicht einen kleinen Balkon machen. Das heißt, wir müssen aber hier einen kleinen Abschnitt machen, damit die Sims hier rein und rauskommen. Das heißt einfach, Kallis Zimmer wird ein bisschen kleiner. So, und dann bitte einmal das kopieren. Das hier hinsetzen. Ah, da müssen wir noch irgendwas machen. Und wir wollen. Wir haben Geld, also packen wir da was Schönes hin. Was aber keine 5000 Euro kostet. So was Großes wäre ja schön. Bücherregal Geheimtür. Leute, merkt euch das. Schaltet dies bei Level Geheimagentenkarriere. Nicht dein Ernst. Oh Mann. Das wäre ja auch eine schöne Tür. Schiebetür brauchen wir auch zwei Teile. Gut, dafür haben wir momentan keinen Platz. Bleibt uns ja eigentlich nur diese Tür, die auch zwei breit ist. Ja, komm. Machen wir jetzt einfach die. Das mal bitte weg. Dann brauchen wir hier vorne einen Balkon. Ich könnte auch alles nach vorne schieben. Aber packen hier einen kleinen Balkon hin. Gut. Was haben wir denn Schönes? Nein. Okay.
Jetzt ist es ein Dings. Balkon. Haben wir? Haben wir. Terrasse? Haben wir irgendwas mit Terrasse vielleicht? Ja, kommt, dann suchen wir uns irgendwas Schönes aus. Wird wahrscheinlich das hier sein. Oder vielleicht das. Machen wir das so. Gut, das hätten wir. Dann will ich gerne das hier nach oben stellen. Dann hätten wir unten mehr Platz. Und dann müsste Beutelchen überall rankommen. Sehr schön. Ihr Lieben, dann würde ich sagen, werde ich hier eine kleine Pause machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.